Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Final Fantasy X. Erst einmal schauen, was habe ich wo in der Monster Farm schon gefangen und was noch nicht. Dann stehen noch, ein bisschen Blitzball an für Walkers Waffe. Da müssen wir noch Lulus Waffe suchen. Rikus Waffe anfangen, die da ein bisschen... Ja, reiten! Und erstmal mit dem Chocobo aufs Gas drücken. Macht sich auch nicht von alleine. Weil ich habe nebenbei auch noch meine anderen Sachen am Laufen. Da passe ich natürlich auch auf. So, Bisset haben wir, ist klar. Gut. Josie fehlt uns noch das Vögelchen. Zwei fehlen uns noch Makalania. Ein paar fehlen uns noch ein Sinn-Inneres, so wie in der Omega-Grotte. Als erstes, was wir uns holen, ist das Vögelchen auf der Josie-Straße. Dann quatschen wir erstmal. Weil ich sag mal so, das Vögelchen brauchen wir. Dann kriegen wir nämlich das Monster fertig. Gruppe, Walker. Weil seine Waffe ist der Weltmeister. Der sieht er gerne in irgendeinem Sport wäre, also ganz ehrlich. Dann nutzen wir mal die Gelegenheit und bereiten uns auch schon mal vor auf Blackgeons, die noch im Laufe der Parts kommen. I believe in you. Alter, das wäre mal instant tot. Boah, 53 Riesen und hier auch nochmal 17 Riesen, macht Bums. Durch Weltenschmerz kriegt's nix. Alles klar, wissen wir Bescheid. Auf Yuna muss ich eh noch Abraxas bauen. Natürlich kommt die Frage, wieso ist das? Warum? Ganz einfach, an Prio. Prio, Hitex Panther, MP1. Die sind ein bisschen schwieriger zu kriegen. Und natürlich brauchen wir für den Jungen. Please lend us your strength. Auch süßen Blitz. Haben wir jetzt ja endlich die Chance, noch ein Vögelchen zu holen, da noch ein paar Monster ins Inneres einzusacken. In die Folge kümmern wir uns jetzt nur um die Monsterfarm. Weil das ist so eine... Das ist jetzt so... Schnipp, schnipp, schnipp und weg damit. Cola. Berühmte mögen die Welt gesäubert werden.
Weil wir haben halt gerade mal 526k. Das ist so gut wie gar nichts. Autsch, das muss wehtun. Aber drei Gegnern bietet sich ja eigentlich theoretisch an. Wo ich das wirklich hinherkriege, da muss ich in den Sonnenbereich muss was aufkreuzen. Machst du wieder Chance zum Politivschlag? Weil vor allem die drei brauchen wir nämlich dann gleich auch voll, wenn wir noch das Set Temple sowas besuchen müssen sollen, dürfen können, müssen, können. Weil wenn die drei voll sind, dann knallt deren Ekstase rein. Die zum Beispiel kann ich gegen einen Erdverspeiser oder so stellen. So, der Geier ist schon mal eingesackt. Da gibt es noch ein paar Monster in den Omega-Ruinen, die wir brauchen. Aber ich habe Spezial Hades Magie. Ah, Yuna hat Fortschritt gemacht, ja, nice. Weil je mehr Monster wir haben, desto besser. Und ich brauche Yuna auch noch Maximum, dass wir irgendwann noch an denen im Dunkel vorbeikommen. Ja, jede Ehrung gibt es auch in dunkler Version. Genau deswegen. Lass mal's knallen.
Hier sieht man nochmal die Karte, wo wir sind. Alles klar. Weil wenn ich die alle auf Maximum habe, dann ist Magus Trio. Die genauso wie Anima Carries sind. Um es mal in der Link-Sprache zu sagen. So, jetzt muss nur noch Ruck aufgepumpt werden. Und Anima. Und natürlich die ganzen Waffen zu Geld. Sonst haben wir ja Probleme mit, die Blitzer zu zahlen. Ah, das ist Q. Alles klar. Ja, irgendwie auch verständlich, nachdem rausgefunden wurde, man hat Dreck am Stecken, und zwar nicht wenig. Und der berühmte Dreck am Stecken. Tja. Ausrüstung, da verkaufen wir. Dich. Oh, Auto hast du, behalte ich mir. Magisterstab habe ich. Kauf ich. Den behalte ich. Den behalte ich. Den auch. Den behalte ich mir sicher. MP1 Präventivschlag. Den lege ich auch gleich auf Lulu auf. So, dann hat Lulu jetzt auch endlich eine Präventivwaffe. Das heißt, Hinterhalt gibt es für Lulu nicht mehr. Und dann gibt mir noch eine schöne feuriger Wut. Boah. Wir brauchen nämlich noch Sind Inneres, Omega-Ruinen. Aber bevor wir uns da die Monster holen. Haben wir vielleicht nochmal Chance auf die eine oder andere Waffe mit Hit Expander? Hit Expander ist nämlich, hier gibt es kein Limit mehr, sondern. Und da heißt nur noch das berühmte Sky is the Limit. Nicht mehr, oder nicht mehr Sky is the Limit, sondern. No, there's no limit. Beispiel Tidus. Der hat kein Limit, der Junge. Aber ich werde hier sowieso die Ult vom Magus Trio verböllern müssen. Ich werde darauf bin eh wieder Ults aufladen, also ist das nicht.
So, ja, geht doch. Und verböllern. Ja, so eine Dreiecksbeziehung tut weh. Oh, Schmelzklinge. Easy. Was kriegen wir? Oh, wir haben einen Stein und einen Talisman. Noch nix, weil er uns nicht fit. Vier Gebiete fehlen. Hier fehlt noch was auf vergessene Grotte. Fehlt noch was ins Inneres. Schauen wir mal kurz ins Stadion, was das so gibt. Alles klar, dann werde ich da oft genug ein paar Partien spielen. Da wisst ihr ungefähr, woher Walker seine Fähigkeiten kriegt. Dann fangen wir schon mal an mit den Kaktoren. You're counting on you, kid. Dass Riku an ihre Waffe kommt. Mit voller Power. Das geht, ist zwar ein bisschen schwieriger. Mir ist es offscreen mal gelungen. Erstmal nach Bicanel. Ah, der Junge hat die volle. Voll, wir sind mal auf 180. Da habe ich ja was beim Durchmarsch in vor etlichen Parts übersehen. Mehr oder minder mit Absicht. Overkill. Nehmen wir. Nämlich die berühmten 10 Kaktoren. Ja, das ist die Reaktion, wenn Walker gegen Maschinen kämpfen muss. Da er auf diese Maschinen nicht gut zu sprechen ist.
Ja! Mushu Fushu! Na, geht doch. Also, je mehr wir von den Monstern haben, desto besser. Wow, Kraft und Zeitstheorie braucht bei jemand. Die braucht sowieso Spheroiden noch im Löcher. Für Mana. Weil Schutzengel frisst viel. Und vor allem, wenn die drei auf Maximum Range sind, dann... Ja, wie schon gesagt, schnipst sich das weg. So. Und erstmal eine schicke Wasserrutsche. Im Sommer ist sowas gut. So, danach machen wir nämlich gleich weiter, wie es kehrt. Wir müssen stets produktiv sein. So, wo ist denn jetzt das Ding? Okay. Anima ist fertig. Anima Ult ist geladen. So ein Sandwurm, Anima Ult geladen, nehme ich. Sag ich mal so, die Anima Ult, die brauchst du auch häufiger mal. Da er gerade leider nichts machen kann, kann er nur über die Dragonik arbeiten. Alter, ist das ein Monsterfarm oder ist das ein Hühnerstall? Kaka! Boah, da ist mich. Ich fange nur das, was mir über den Weg läuft. Siehe. Ich fange alles, was mir über den Weg läuft. Pokémon Go-Style. Kaktor. Da habe ich die Luft ab, 12 Riesen. Und jetzt kriegt der Benutzen als Ability. Und ich rede nicht von Menschen benutzen wie ein Kondom. Das macht man nicht. Tut mir leid, dass ich da jetzt mal ein bisschen auf Mr. Ich bin Morallappen gehen muss. Die Dame wäre fein für das. Nämlich genau da ist das Ziel. Ja.
Heizung! Nur mal so auf dem Loki. Aha, drei Gestirn ist ein MP-Expander. Chocobo Downer ist Autofast. Schriftzeichen sind einen Stein geritzt. Lied der Wächter. 10 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der Name Tom geht Wasser holen. Fort für eine Weile. Das Land der Kaktoren. Die Kaktoren kontrollieren durch Spheroiden den Sand und schützen dadurch ihr Land. Sie werden deshalb Wächter genannt. Wenn alle 10 Spheroiden sich in ihrem Besitz befinden, im Stein-Monument installiert werden, öffnet sich ihr Land. Das heißt einfach gesagt Retourkutsche. That won't go so easy on you next time. Da Tidus eh bereits Autohast hat. Da fehlt ihm nur noch HP-Expander, MP-Expander und Schleife. Schleife verhindert nämlich viele negative Zustände. HP-MP-Expander, eben wie Hit-Expander, gehen über 9999. Alles klar, das war das, was ich schon mal vorgelesen hatte, mit Achtung Monster, links schwache, rechts starke. Der ist Wasserhund, das machen wir schnell über. Weil die wollen dann quasi, dass man mit ihm blinde Kuh spielt. Nicht blinde Kuh, Ochsenberg, richtig. Tom holt täglich Wasser, er ist Träger und deswegen öfters von seinen Freunden zurückgelassen, er ist lahm. Wächterregel 1, auch wenn es so aussieht, würden sie nur spielen, sind die Wächter Krieger eines stolzen Volkes, sie sind nicht kriegslustig, doch wenn man sie von hinten überrascht, erwidern sie die Begegnung mit einem Kampf. Nummer 2, wenn sie den Annäherungsversuch auf die Schliche kommen, sind sie enttäuscht und suchen dringend das Weite. Klingt es sich unbemerkt hinter dem Rücken eines Wächters heranzuschleichen, kann der Kampf eröffnet werden. Also, Ochs vom Berg. Erster Versuch. Geht doch im ersten Anlauf. Bändest du lieber gleich. Ich weiß, man kann es auch übertreiben. Sorry, Meister, ich musste den Gemetzel reindrücken. Somit kriege ich jetzt den Spheroid von Tom. Hätte ich jetzt gegen ihn verkackt, hätte ich einen Loser-Spheroid bekommen. Hier ist Spheroid. Wenn es ihnen nicht gelingt, sich unbemerkt den Wächtern zu nähern, erhält man Spheroid des Verlierers. Wenn es ihnen gelingt, sich unbemerkt den Wächtern anzuschleichen, hat man den Namen des jeweiligen Wächters. Damit man genug Spheroid mit Namen erhält, man dank der Kaktoren ein Geschenk.
Ja, und genau hinter diesem Geschenk sind wir gerade her. Und da eh etliche Monster kämpfen wollen, kann ich an denen ganz schnell meine Ulti wieder aufladen, kann ich noch ein Gemetzel raushauen oder einen Saito-Hieb. Ich weiß, okay, ich habe so ein Gemetzel ein bisschen übertrieben. Okay, ich habe es ein bisschen mit dem Gemetzel übertrieben. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Sag ich doch, ganz schnell ist die Ult wieder aufgeladen. That's going fast and furious. Weißt du, da ich TDS eh keine andere Waffe gebe, außer seine Ultima Schwert, kann ich eigentlich eh schon auf komplett Angriff gehen. So kann ich seinen Angriff quasi schon aufs Maximum böllern. Und je öfter man gegen die gewinnt, desto mehr Namen kriegt man, je mehr Namen man hat. Richtig. Siehst du, ja, kommen wir was. Ah, da habe ich vergessen, eine Truhe zu knacken. Habe ich jetzt erst gesehen. Tja, ein Walker liegt mit seiner Pille in fetten Overkill hin. Der weiß, wo die Bälle hin müssen. Aber nein, ich muss nicht mit Absicht zwei deutlich erklärt haben. Truhe auf. High Potions. Boah, kann man jetzt noch brauchen. Irgendwann ist so eine Zeit, da helfen High Potions nichts mehr. Dann müssen schon X und Mega Potions ran. Ich müsste in meinem privaten Spielstand spicken, welche Fähigkeiten Walkers Weltmeister hätte. Dabei, warten wir ab und trinken Tee. Live and let live. Leben und leben lassen, so würde ich auch mal sagen. Könnt ihr auch schon die schwarze Ifrit angreifen, aber nö. Dann müsst ihr ja mal ein paar Sachen nachlesen. Neue Schriftzeichen sind erschienen, nachdem das Theorit eingesetzt wurde. Jetzt haben sie noch 9 Starkwächter kontrollieren den Sand. Lovibia macht einen Umweg fort für eine Weile. So, da lang. Genau den Kaktor suchen wir im nächsten Part. Live and let live.
würde ich dann mal sagen. Ich gehe jetzt noch zum Speichern und dann ist erst einmal fertig für heute. Weil nämlich an sich, bis Xenakent geht es gut in einem Rutsch, aber irgendwann mal nach Xenakent, wo wir uns jetzt befinden, wird's lang. Nicht? Ah, man muss was erledigen, wie Waffen, vom, dass man gegen... Okay. Okay. Dann bewegen wir mal hierher, dann setzen wir Wundersphäroiden ein. Das war nochmal Hinweis wegen dem Monster. Nämlich hier, Flugschiffbrücke. Passt. Und genau hier werde ich ein paar Betten. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.